willkommen zu einem neuen kurzen Video und ich war wieder mal im Internet unterwegs und habe diesmal nach Möglichkeiten und Ideen gesucht, die Front ein bisschen optisch zu verändern und das will ich hier in dem Video mal zeigen. Vielleicht ist ja für den einen oder anderen auch eine Idee dabei, bei seinem Fahrzeug was zu machen. Ja, schauen wir uns das mal genauer an. Ich habe zunächst hier im Kühlergrill das N-Emblem rot foliert. Soweit ich weiß, gibt es das auch in anderen Farben, in Schwarz oder so. Sicher bin ich mir jetzt nicht. Ich habe es hier in Rot. Dann gibt es für die Scheinwerfer so vorgefertigte rote Folien. Und ich würde mal sagen, wenn man die Scheinwerfer so als Augen des Autos sieht, dann wirkt das hier irgendwie, ja, wie blutunterlaufene Augen, könnte man sagen. So passt es, denke ich mal, von der Aussage ganz gut. Ich muss dazu sagen, für die Scheinwerfer, da gibt es auch mehrere Möglichkeiten, habe ich im Internet gesehen. Da gibt es Folien zum Beispiel, nur hier so eine schmale für hier oben. Oder da gibt es Folien, diese Scheinwerfer anders da einzufassen, hier hoch und hier rum. Gibt es mehrere Möglichkeiten, da muss man gucken, was einem gefällt. Mir gefallen diese roten Folien für die Scheinwerfer am besten. Ja, und dann habe ich hier unten im Stoßfänger, da gibt es hier diese drei Streben. Und da habe ich die mittlere Strebe rot foliert und nur die mittlere. Wenn man sich diese Folien kauft für die Streben, die gibt es immer so im Sechserpack praktisch. Drei für die Seite und drei für die andere. Ich habe aber extra nur eine Strebe foliert, weil ich hier vorne jetzt schon so viel Rot habe. Wenn ich die drei noch mache, das wirkt mir irgendwie ein bisschen too much. Ne, man hat hier schon die Lippe vom Werk aus unten, dann die Strebe rot, dann die, bei den Scheinwerfern die Folie, dazu noch das N-Emblem rot. Dann haben wir ja hier auch noch die Rückspiegel, die wirken ja auch nach vorne mit dem roten Streifen. Und dann noch drei Streben unten, das wäre mir ein bisschen zu viel. Könnt ihr mal eure Meinung in den Kommentarbereich schreiben, was ihr dazu meint. Ich finde es dann doch ein bisschen viel. Und ich habe extra die mittlere genommen, weil bei der oberen habe ich mir gedacht, naja Gott, die ist so dicht hier am Tagfahrlicht, vielleicht blendet das und dann wirkt das nicht so richtig. Dann die untere, die ist mir zu dicht hier an der roten Lippe schon dran, wobei man sagen muss, vielleicht sieht das ja dann gerade gut aus. Aber ich bin da flexibel, ich habe ja noch diese anderen Folien für die anderen Streben und irgendwann werde ich mal vielleicht die hier abmachen in der Mitte und mache die hier unten mal dran eine oder hier oben eine. Aber eben nur eine, weil bei meiner Front, denke ich mal, reicht das. Da ist schon so viel Rot jetzt dabei, da muss es nicht noch alle drei Streben auf jeder Seite sein. Ich habe bei manchen gesehen, die haben alle drei foliert. Das sieht schon dann auch gut aus, wenn du nicht so viel andere Folien dann an der Front hast. Und diese Folien für die Streben, die gibt es auch in anderen Farben. Also was weiß ich, blau, grün, gelb und wie auch immer. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, passend zu der Farbe des Autos vielleicht auch oder wie auch immer. Da muss man schauen. Das, wie gesagt, wollte ich euch nur mal zeigen. Und dann gibt es ja vielleicht noch Möglichkeiten, an der Front was zu machen. Und zwar überlege ich eventuell, das Hyundai-Zeichen schwarz zu machen. Die Möglichkeit besteht noch, muss ich mir mal überlegen. Könnt ihr mal in den Kommentarbereich schreiben, ja, eure Meinung überhaupt jetzt zu meiner Front. Dann könnt ihr auch mal in den Kommentarbereich schreiben, was ihr an eurer Front schon gemacht habt, was ihr vorhabt zu machen. So Tipps für mich und andere Zuschauer vielleicht, wäre nicht schlecht. Ja, in dem Sinne, das soll es gewesen sein. Bis die Tage und weiter viel Spaß mit eurem i30N. Ja, ciao.